Es ist da, Dr. Bodo Schiffmann, die RKI-Files, das entschwärzte Verbrechen. Ein Buch von dem Arzt, der am 14. März 2020 die ersten Videos gemacht hat und gesagt hat, hier stimmt etwas nicht. Hier hat er nun die Bestätigung für all seine Videos, die er gemacht hat. Es ist alles politisch inszeniert gewesen. Corona war harmloser als eine Grippe, schreibt das RKI. Es ist alles ein politischer Honk gewesen, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Hier haben wir die Files, hier haben wir Statistiken in den Büchern oder in dem Buch. Und Leute, kauft euch dieses Buch, empfehlt es weiter, redet drüber. Dieses Verbrechen muss an die Öffentlichkeit. Und wenn man dann auch noch hört, die Pi-Files, die Tom Lausen ja nun hat, dass dort bereits am 10. Januar 2021, wo ja erst im Dezember 2020 zwischen den Jahren mit den ersten angeblichen Impfungen angefangen wurde. Am 10. Januar, 10 Tage später, gab es schon 10 Todesfälle aufgrund dieser Injektion. Da hätte jedes Präparat vom Markt gezogen werden müssen, aber sie haben dieses Verbrechen durchgezogen und dieses Verbrechen gehört aufgeklärt und die Verantwortlichen vor ordentliche, unabhängige Gerichte gestellt. Und sie müssen für ihre Verbrechen gerade stehen.